ARD. RBB-Untersuchungsausschuss, Hass im Netz. Doku 20 Tage Mariupol, Zurück zur Zukunft Radio 3. Die vier Stichworte für Ihre Podcast-Schnellorientierung. Los geht's. Medienmagazin Podcast mit Jörg Wagner. Der RBB-Untersuchungsausschuss des Landtags Brandenburg hat heute die ehemalige RBB-Intendantin Fernau zu ihrer Tätigkeit befragt. Fernau sagte, bereits in der kurzen Zeit ihrer Bewerbung sei ihr klar gewesen, dass das Projekt des digitalen Medienhauses sehr wichtig für die Zukunft des Senders sein würde. Unter der ehemaligen Intendantin Schlesinger seien dafür Kosten von 188 Millionen Euro angesetzt worden. Fernau hingegen ist nach eigenen Angaben schließlich von einer Summe von 311 Millionen ausgegangen. Ende 2022 stoppte der RBB-Verwaltungsrat die Planungen für das digitale Medienhaus. Die Sendung Brandenburg aktuell am 16. Februar 2024 über die RBB-Untersuchungsausschusssitzung vom selben Tage im Brandenburger Landtag. Gabi Probst hat die komplette Sitzung für uns verfolgt. Hier ihr Medienmagazin-Kommentar. Diese Sitzung verlief anders als sonst relativ zügig, obwohl vier Zeugen geladen waren. Am kürzesten verlief die Vernehmung mit der ehemaligen juristischen Direktorin. Da die Generalstaatsanwaltschaft gegen sie ermittelt und wohl auch zu verschiedenen Themen ihres Beweisbeschlusses, konnte ihre Anwältin dem U-Ausschuss plausibel machen, dass ihr Zeugnisverweigerungsrecht vom Untersuchungsausschussgesetz § 19 gedeckt sei. Die vom RBB seit 2022 gekündigte ehemalige Juristin war also schnell wieder weg. Anders beim ehemaligen Verwaltungsdirektor des RBB. Auch sein Anwalt, der mit dabei war, wollte für seinen Mandanten von diesem Paragraphen Gebrauch machen. Beide saßen schon einmal auf dem Zeugenstuhl und hatten die Aussage verweigert. Doch die Abgeordneten waren diesmal gut vorbereitet und hatten den Beweisantrag etwas umgestrickt. Und als gestern sein Anwalt Dokumente vorlegte, die beweisen sollten, dass genau zu diesen Themen auch Ermittlungen gegen den ehemaligen Verwaltungsdirektor bei der Generalstaatsanwaltschaft liefen, überzeugten diese nicht. Zwar wird gegen ihn ermittelt und waren es Dokumente aus einer Ermittlungsakte, aber mitnichten kam wohl der Name des Verwaltungsdirektors vor. Jedenfalls musste dieser bleiben und aussagen. Man einigte sich auf bestimmte Fragen, die nicht die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen betrafen, und dann ging es um bestimmte Abläufe im RBB, auch zum geplanten digitalen Medienhaus, zu Beratern und so weiter. Blieb aber alles eher allgemein. Interessant waren für mich seine Antworten zu der Frage, wie denn die Zusammenarbeit mit seinem Finanzchef gewesen sei. Wir erinnern uns, es geht zum Beispiel in der laufenden Diskussion oft auch darum, wer hat von den hohen Kosten zum digitalen Medienhaus gewusst, seit wann und hätte sich der RBB das überhaupt leisten können. Der damalige Finanzchef saß im November 2023 auch als Zeuge im Ausschuss und ist auch heute noch immer noch Hauptabteilungsleiter Finanzen im RBB. Jedenfalls hatte ich den Eindruck, dass die beiden in unterschiedlichen Sendern gearbeitet haben mussten. Ein Beispiel. Danach explizit gefragt, sprach der ehemalige Verwaltungsdirektor gestern von einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem Finanzchef und Zitat, sie hätten immer dieselbe Meinung vertreten, wenn es um Einsparmaßnahmen ging. Der ihm untergeordnete Finanzchef sagte jedoch im November, dass sein Leidensdruck, Zitat, so hoch war, dass er sich am 22. Mai 2022, also zwei Monate vor der RBB-Krise, sogar bei der ehemaligen Intendantin, Zitat, Luft gemacht hätte, über den Kopf seines Chefs hinweg. Also der hätte nichts gewusst, dass er sich beschweren ging. Und weil dieser Finanzchef seit der Krise jede Gelegenheit nutzt, zu betonen, übrigens auch vor der Presse, dass er damals sogar so etwas wie einen Maulkorb verpasst bekommen habe, zum Beispiel nichts über die tatsächlichen Kosten des digitalen Medienhauses zu sagen, habe ich das mal recherchiert. Dieses Treffen im Mai 2022 bei der ehemaligen Intendantin Patricia Schlesinger gab es wohl tatsächlich. Aber wie Zeugen mir unter anderem berichteten und auch aufschrieben, hatte sich der Finanzchef bei diesem Treffen vorrangig auf den Posten seines Chefs, also diesem ehemaligen Verwaltungsdirektor, beworben. Zwar leugnet er das selbst, aber viele Dinge sprechen dafür. Denn Frau Schlesinger soll bei diesem Gespräch zur Bedingung gemacht haben, dass er ein Führungscoaching machen müsse. Das absolvierte der Finanzchef auch, bezahlt übrigens von der Intendanz,
vorbei an seinem Chef, dem ehemaligen Verwaltungsdirektor. Ich habe die Rechnung. Also eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, so wie der ehemalige Verwaltungsdirektor gestern im U-Ausschuss berichtete, sieht für mich anders aus. Und wenn der Finanzchef behauptet, einerseits einen Maulkorb von der Geschäftsleitung verpasst bekommen zu haben und sich andererseits ein Coaching von der Senderchefin Schlesinger bezahlen lässt, um offenbar Karriere zu machen, sieht das für mich auch nicht wie ein Leidensdruck aus, wie er vor dem Untersuchungsausschuss behauptete. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie konträr die Aussagen vor dem Untersuchungsausschuss manchmal sind und wie schwer es für die Abgeordneten sein wird, zu ergründen, was stimmt und was nicht. Wenig zu sagen hatte aus meiner Sicht ein Direktor des Landesrechnungshofes Berlin. Auf Nachfragen der Abgeordneten erwiderte er meistens, er könne sich nicht erinnern oder das wäre nicht vom Beweisbeschluss bedeckt oder er müsse seine Prüfer fragen. Also so unvorbereitet habe ich hier noch niemanden erlebt, meine Meinung. Einen souveränen Eindruck machte gestern auf mich die ehemalige Interimsintendantin Katrin Fernau. Sie berichtete, was sie ab dem 15. September 2022 vorfand. Keine Übergabe durch die noch zum Teil vorhandene Geschäftsleitung und eine Belegschaft, die, Zitat, ein sehr gutes Gespür hatte von dem, was man sich leisten kann und die ihr zu verstehen gab, lieber Programm machen zu wollen, als anzufangen zu bauen. Aus den Herleitungen zu den Fragen oder auch den Fragen selbst entnahm ich, dass die Abgeordneten großen Respekt vor der Leistung von Frau Fernau hatten. Beeindruckt hat mich dann noch eine Antwort auf die Frage der Abgeordneten Carla Kniestedt von den Grünen. Sie fragte Frau Fernau, was diese mit dem Satz meine, in der Führungsebene des RBB gab es eine Kultur von keinem Widerspruch. Frau Fernau antwortete, ihrer Meinung nach hätten die Beschäftigten in der Organisation, also in der Führungsebene, Einspruch einlegen können gegen die Dinge, die nicht hätten laufen sollen, also remonstrieren. Das wäre gut gewesen, denn dann wäre einiges erspart, sagte sie so wörtlich. Ich musste da gleich an den Finanzchef denken, denn der kannte alle Zahlen. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. RBB-Investigativreporterin Gabi Probst mit ihrer persönlichen Sicht auf die RBB-Untersuchungsausschusssitzung vom Freitag. Philipp Nitsche ist im Studium berichtet gleich von einer neuen Studie über Hass im Netz. Michael Mayer empfiehlt uns die Reportage 20 Tage in Mariupol. Und dann lassen wir uns über die Wiedergeburt von Radio 3 aufklären. Und das alles wie gewohnt. Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft. Die Zahlen, die gleich präsentiert werden, zeigen ein klares Bild. Hass im Netz ist leider allgegenwärtig und er nimmt auch immer weiter zu. Hass im Netz ist eine Bedrohung für die Demokratie insgesamt. Und dagegen muss unsere demokratische Gesellschaft mehr tun, gemeinsam. Ja, wir hörten gerade Lisa Paus, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Sie stellte am Dienstag, am 13. Februar, die neue Studie Lauter Hass, leiser Rückzug vom Kompetenznetzwerk Hass im Netz vor. Sie haben vielleicht davon auch hier auf diesem Sender gehört oder bei RBB Kultur, wie es ja noch heißt. Lauter Hass, leiser Rückzug. Philipp Nitsche war für Sie in Berlin vor Ort und ist jetzt bei mir hier im Medienmagazin in der Medienstadt im Studio. Philipp, was hast du uns denn Vertiefendes mitgebracht? Ja, hallo Jörg. Also was ich schon mal als Grundaussage mitbringen kann, dass die Studie halt aufzeigt, wie sich der Hass im Netz in den letzten Jahren erheblich ausgeweitet hat. Was ich aber auch sagen muss, dass die Probleme eben nicht neu sind, sondern einfach unbehandelt geblieben sind. Wir schauen heute im Medienmagazin vor allem auf die jungen Menschen, die befragten Personen zwischen 16 und 24 Jahren, denn das sind die Menschen, die voll digital heranwachsen und die durchblicken lassen, wie sich das gesellschaftliche Zusammenleben in Zukunft noch so entwickeln wird. Gerade hier sind die Zahlen besonders desaströs. Wir hören jetzt dazu Hanna Gleis, Co-Geschäftsführerin von Das Netz. Genauer nachgefragt gibt fast jede zweite befragte Person an, schon einmal online beleidigt worden zu sein. 41% sagen, ja, über mich wurden schon einmal Falschnachrichten im Internet verbreitet. Und ein Viertel aller Befragten sagt, dass ihnen schon körperliche Gewalt angedroht wurde. Nachgefragt zeigt sich, dass insbesondere Frauen betroffen sind. Und zwar insbesondere junge Frauen. Unsere Studie beweist,
Hass im Netz hat eine eindeutige geschlechtsspezifische Dimension. Für Frauen bedeutet dies, Hass im Netz hat eine eindeutig misogyne, frauenfeindliche Dimension. Fast jede zweite junge Frau hat schon ungefragt ein Nacktfoto im Internet zugeschickt bekommen. Und jede fünfte junge Frau wurde schon im Internet sexuell belästigt. Wir sehen also, dass diese Zahlen noch mal deutlich extremer sind als die Zahlen der Gesamtbefragten. Unsere Studie zeigt, Hass im Netz ist Alltag. Wir laufen Gefahr, dass eine ganze Generation das als Normalität begreift. Hass im Netz ist ein gesellschaftliches Problem und das können und wollen wir so nicht hinnehmen. Vielen Dank. Wie sich Hass im Netz aber auch ganz praktisch unmittelbar im analogen Leben auswirkt, das hat Annalena von Hodenberg, die Geschäftsführerin von HateAid, sehr eindrucksvoll geschildert. Das, was eben Menschen beobachten, ist, dass eben vor allen Dingen gegen PolitikerInnen Gewalt, Hass, Lügen verbreitet werden, gegen Menschen mit einem sichtbaren Migrationshintergrund, aber auch gegen AktivistInnen, gegen JournalistInnen. Und da muss ich Ihnen leider sagen, das kann ich Ihnen auch aus meiner Beratung sagen, das ist etwas, was wir seit Jahren beobachten. Und bei PolitikerInnen vor allen Dingen auch im kommunalpolitischen Bereich. Weil die einfach wahnsinnig vulnerabel sind. Weil man da die kennt, weil man weiß, wo die Kinder zur Schule gehen, weil man weiß, wie die heißen, wo das Auto steht, weil man die sozusagen im digitalen Raum erstmal angreifen kann, beleidigen kann, gegen die Schmutzkampagnen machen kann, Lügen über sie verbreiten kann. Und sie dann eben auch im analogen Raum exponieren kann. Dann steht man mal vor der Tür und macht mal ein Foto vom Klingelschild. Oder dann sagt man mal, Mensch, wir waren heute mal an der Schule deiner Kinder. Und sobald es an die Familie geht, dann werden die Leute stumm. Dann sagen die irgendwann, Mensch, das, was ich hier mache, dieser Job, ist es das eigentlich wirklich noch wert? Aus dieser Studie geht eine ganz klare Forderung der Befragten an die Politik hervor. Das sind deprimierende Zahlen und das erfüllt uns auch mit großer Sorge. Auch die Ministerin hat es gesagt. Aber die Kernbotschaft der Studie ist auch, wir können etwas gegen digitale Gewalt, gegen Hass im Netz tun. Und auch das haben wir die Befragten in der Studie gefragt. Was wünscht ihr euch denn von Politik? Und da hat eine überwältigende Mehrheit gesagt, dass sie sich eben politische Maßnahmen wünscht zur Regulierung, zur Bekämpfung von digitaler Gewalt und auch zur Prävention. Was fordern die Befragten? 87%, also wirklich eine überwältigende Mehrheit, sagt, dass der Staat die bestehenden Gesetze im Internet auch durchsetzen muss. Also wünschen sich ganz klar viel striktere Rechtsdurchsetzung im digitalen Raum. Und wir sehen eben auch, und da kann man natürlich auch so eine Enttäuschung sehen in die bisherige Rechtsdurchsetzung, dass nur 5% der betroffenen Personen überhaupt bei der Polizei anzeigen. Die Studie hat aber für mich auch einen ganz klaren Knackpunkt. Ich fragte Annalena von Hodenberg, wie denn die Situation an den Schulen bei den jüngsten NutzerInnen von sozialen Medien ist. Und das war ihre Antwort. Also wir haben das jetzt in der Studie nicht erhoben. Wir haben tatsächlich bei den 16-Jährigen angefangen. Genau, deswegen können wir sozusagen aus unserer Studie heraus, können wir diese Frage nicht beantworten. Genau. Was wir aber sehen in der Studie ist, je jünger, desto betroffener. Naja, mit 16 Jahren sind ja noch einige in der Oberstufe oder an anderen weiterführenden Schulen. Und da müsste man viel früher auf die Entwicklungen schauen. Ich war einen Tag nach der Pressekonferenz bei Lydia Puschnerus. Sie selbst ist Lehrerin an einer Oberschule und im Vorstand der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft. Ich fragte sie, wie man eigentlich im Schulbereich mit dieser Entwicklung umgeht. Leider muss ich berichten, dass uns Pädagoginnen das auch oft überfordert, dass wir plötzlich mit dieser neuen Normalität, wie sie es genannt haben, eine zwangsläufige Normalität umgehen müssen, dass es eine Realität ist, wo Kinder einfach wahnsinnig viel Inhalt konsumieren, Jugendliche Inhalt konsumieren, völlig ungefiltert. Und das ist für uns eine Situation, die sehr schwer handelbar ist, weil der rechtliche Rahmen zum Teil fehlt. Also die Schulregeln, die wir haben, passen nicht auf solche Situationen. Wie geht man eigentlich da mit Rechtsverletzungen um? Und in der Ausbildung ist es sicherlich punktuell Thema. Es müsste aber noch viel, viel stärker auch in der Ausbildung thematisiert werden. Was macht das mit dieser neuen Generation? Wie denkt diese neue Generation? Und Sie haben es angesprochen, Hass ist leider etwas Allgegenwärtiges im Netz. Und was macht das eigentlich mit jungen Menschen, dass das normal ist inzwischen? Es hört sich irgendwie weniger zuversichtlich an, als ich noch vermutet habe. Du hast da noch weiter nachgebohrt.
Ja, genau, das ist der Fall. Also das ist auch der springende Punkt. Wenn das so weitergeht, dann laufen wir auf eine Vollkatastrophe hinaus. Liebe Radio-1-Hörer, Sie können das gesamte Gespräch mit Lydia Puschnerus im Medienmagazin Podcast nachhören und die komplette Pressekonferenz. Und die Studie kann man jetzt schon nachlesen unter kompetenznetzwerk-hass-im-netz.de. Ich sag's nochmal, kompetenznetzwerk-hass-im-netz.de. Und vielen Dank, Philipp, dass du da warst. Dem Beitragszahler stets ergeben zu Diensten. Medienmagazin. 10 Jahre Krieg in der Ukraine und in der nächsten Woche jährt sich der Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine zum zweiten Mal. Eine jener Städte, die bereits am Anfang des Kriegs von der russischen Armee eingenommen wurde, war Mariupol. Als die Armee immer näher rückte und das Bombardement zunahm, flüchteten immer mehr Menschen aus der Stadt. Auch Pressevertreter gab es kaum noch. Doch einige wenige blieben, darunter die Filmemacher Mstislav Tschernow und der Fotograf Jewgeni Maloletka und Produzentin Vasilia Stepanenko, die für die US-Presseagentur Associated Press arbeiten. Aus ihrer Handy- und Kameraarbeit ist ein sehr guter Dokumentarfilm entstanden, 20 Tage in Mariupol. Und hören wir mal ganz kurz in den Anfang hinein. Es ist Tag. Der verwackelte Blick aus einem Fenster auf die Wohnhäuser einer Stadt. Hinter ihnen steigt grauer Rauch auf. Es liegt Schnee aus dem Off. Notruf 112, over. Einer mit dem Schriftzug Press über einem Helm fotografiert aus dem Fenster. Notruf 112, over. Im Vordergrund Einfamilienhäuser, dahinter Wohnblöcke. Bei Krankenhaus Nummer 2 sind Panzer mit dem Buchstaben Z. Dies ist das erste Mal, dass ich das Z sehe. Das russische Zeichen für Krieg. Auf einer anderen Straße rollt ein Panzer an einer Tankstelle vorbei. Das Krankenhaus ist umzingelt. Dutzende von Ärzten, Hunderte von Patienten und wir. Der erste Panzer schiebt einen Bus weg. Ja, ich bin bei den Journalisten. In der Wohnsiedlung steigt Rauch auf. Der Blick wandert zum Panzer neben der Tankstelle. Ich mache mir keine Illusionen über das, was passieren wird, wenn sie uns gefangen nehmen. Der Panzer mit dem Z steht neben zerstörten Bussen. Sie drehen die Kanone. Schnell, schnell! Hastig dreht der Blick. Der mit Helm läuft aus der Tür. Die Kamera hinterher. Das Bild wird schwarz. In weißer Schrift. 20 Tage in Mariupol. Das war ein Ausschnitt aus der Audiodeskriptionsfassung, bereits jetzt schon in der Mediathek zu sehen und nächste Woche im Ersten der ARD. Und Michael Mayer hat den Film bereits gesehen. Der ist uns jetzt zugeschaltet aus dem Haus des Rundfunks in Berlin. Was macht, Michael, für dich der Film so denn ja aus deiner Sicht sehenswert? Also man muss vielleicht vorweg schicken, wir haben ja in den vergangenen 2 Jahren keinen Mangel an Bildern aus dem Ukraine-Krieg. Man sah ja eine Zeit lang ja jeden Tag Reportagen von der Front, aber in manche Gebiete kamen die Reporter und Reporterinnen ja gar nicht. Das ist bis zum heutigen Tage so. Man sieht ja durchaus nicht alles und aus allen Gebieten. Das muss man sich gelegentlich dann schon nochmal klar machen. Und in diese Lücke, wenn man so will, stößt der Dokumentarfilm 20 Tage in Mariupol. Denn die 3 Kollegen, die den Film erstellten, waren ja die letzten Pressevertreter, die noch in der Stadt ausharrten, beziehungsweise sind ja gezielt dahin gefahren. Und die Aufnahmen und die Aussagen, die man in dem Film sieht, sind viel unmittelbarer und sehr viel eindringlicher, als man es von den normalen Fernsehreportagen her kennt. Wie ist denn der Film aufgebaut? Ist das sozusagen eine chronologische Reihenfolge der 20 Tage Besatzung? Genau, also man muss sich das vorstellen wie so ein filmisches Tagebuch, also Tag 1, Tag 2, Tag 3 und so weiter. Also jedem Tag werden die Ereignisse, die Bilder zugeordnet. Ganz viele Aufnahmen spielen in Notaufnahmen, auch in der bekannt gewordenen Geburtsklinik, die Russen bombardiert haben. Das ist alles mal so als Warnung vorab, also ziemlich krass. Also die Bilder sind wirklich sehr, sehr drastisch. Das ist manchmal schwer zu ertragen. Und als verbindendes Element dient die Erzählerstimme des Reporters Mstislav Tschernow. Die Originalstimme hört man in der deutschen Fassung natürlich nur im Hintergrund. Aber wir hören mal rein, wie er über seine Gefühle und seine Erlebnisse spricht. Das ist ein Ausschnitt aus einer Szene, als das Team bereits einige Tage nach dem Beginn des Kriegs in Mariupol ausharrt. Die ganze Nacht sitzen wir im 17. Stock des
Krankenhauses und versuchen, eine Handyverbindung herzustellen, damit wir diese neuen Bilder verschicken können. To get these images out. Nichts funktioniert. Ich denke an all das, was dieses Land in den vergangenen 8 Jahren durchmachen musste. An alles, was ich gefilmt habe. Der Euromaidan, die Annexion der Krim, der russische Einmarsch im Donbass, der Absturz der MH17. Ein endlos scheinender Krieg. Tausende sind gestorben. Wir filmen weiter. Und alles bleibt beim Alten. Ja, erstaunlich ist ja, Michael, dass dieser Film überhaupt zustande gekommen ist. War das Team da eher zufällig vor Ort oder ist man da bewusst hinein in den Krieg? Nee, also der Regisseur Mstislav Tschernow und seine Kollegen bzw. Kolleginnen sind buchstäblich eine Stunde, bevor die russische Armee nach Mariupol kam, in die Stadt gekommen. Also das war ziemlich mutig, das kann man ja nicht anders sagen. Und das Team entschied dann, soweit es geht, von vor Ort zu berichten, ausgestattet mit Handys, Kameras und Laptops und so weiter. Aber das Problem war halt, das haben wir auch eben in dem O-Ton gehört, dass das Mobilfunknetz und die Internetverbindungen zusammengebrochen waren, sodass das Team sein Material nur nach und nach verschicken konnte. Denn sie mussten ja davon ausgehen, dass falls sie in Gefangenschaft geraten würden, dass die Russen dann alle Bilder und Videos löschen oder einbehalten würden. Aber trotz der zerbombten Infrastruktur ist es ihnen dann doch gelungen, das Material rauszuschicken. Du hast gesagt, dass dieser Film ziemlich hart sei und auch brutal. Nun gibt es ja normalerweise Standards, was man zeigen kann in solchen Filmen, ob man zum Beispiel auch Gewalt unkenntlich macht oder nur Gewalt beschreibt. Wie ist es hier und wie wurde das gelöst, dass man jetzt als normaler Zuschauer, der Interesse für dieses Sujet hat, nicht gleich wieder sagt, das kann ich mir nicht antun? Ja, das ist gewissermaßen der zentrale Punkt des Films. Also man muss vielleicht mal vorwegschicken, also alle Aufnahmen sind mit dem Handy oder kleinen Kameras gefilmt. Also man ist sehr nah dran, das ist völlig ungestellt, also ohne, dass man da was verändert hätte in der Beleuchtung oder so. Also das ist visuell eine ganz andere Erfahrung, als man es aus anderen Dokus oder Berichten so kennt. Also man ist gewissermaßen mittendrin im Geschehen, wobei man bei der Formulierung natürlich so ein bisschen aufpassen muss, denn es ist natürlich was völlig anderes, wenn man sich den Film auf dem Sofa anschaut oder wirklich in der Ukraine ist und unter dem Krieg leidet. Also viele Szenen spielen in Krankenhäusern, also man sieht zum Beispiel, dass eine hochschwangere Frau namens Irina auf einer Trage rausgetragen wird, also sie wird wenig später leider sterben. Man sieht, wie eine Mutter ihren kleinen Sohn Kirill verliert, weil die Ärzte ihn nach einem Bombenangriff nicht wiederbeleben können. Sie bricht daraufhin zusammen und die Kamera bleibt in solchen Szenen immer ganz, ganz lange drauf. Also das ist wirklich zum Teil schwer zu ertragen. Manchmal vielleicht auch ein bisschen zu viel, aber es ist eben wichtig zu zeigen, dass der Krieg nicht abstrakt ist. Und der Journalist und Reporter Mstislav Tschernow hat dem amerikanischen Fernsehsender PBS, der den Film ja auch co-produziert hat, ein Interview gegeben, in dem er über diesen Zwiespalt spricht. Also einerseits so viel als möglich zeigen zu wollen, andererseits aber auch auf die Zuschauer Rücksicht zu nehmen. It was a very hard choice. To find the right balance when we were editing the film, to find the right balance to. Es war sehr schwer, die richtige Balance zu finden, die Härte des Krieges zu zeigen, nichts wegzulassen, gleichzeitig aber auch das Publikum nicht zu verschrecken, indem man allzu brutale Bilder zeigt. Das war eine Herausforderung. Die Gefahr bestand darin, dass, wenn wir nicht genug zeigen, wenn Bilder nicht die Gewalt abbilden, das Publikum dann womöglich Krieg als legitimes Mittel akzeptiert. Einen Film aus unserem Material zu produzieren, soll eben das Ausmaß der Zerstörung zeigen. Das hat mich auch als Vater, als Ukrainer, als Mensch sehr stark bewegt. Die Russen haben behauptet, die Menschen in dem Krankenhaus waren alles SchauspielerInnen, alles war inszeniert. Das war dann auch sehr schmerzhaft. This is all not true. It was all staged. That was painful too. Aber trotzdem frage ich mich, Michael, welches Ziel das Filmteam denn gehabt hat. Wir hörten am Anfang ja die Selbstbeschreibung, schon so lange begleiten Kameras diesen Krieg, 10 Jahre lang, und es hat nichts gebracht. Hatte das Filmteam eine bestimmte Absicht? Also Mstislav Tschernow sagte in diesem Interview, dass es sicherlich so sei, dass man für die Zeit nach dem Krieg ein Dokument schaffen wollte, das belegt, welche Kriegsverbrechen Russland da tagtäglich begeht. One of the purposes of this film. Eines der Ziele dieses Films 20 Tage in Mariupol war es, dem Publikum auf der ganzen Welt, in den USA, in Europa, in der Ukraine und auch in Russland, den notwendigen Kontext für eine Analyse zu geben.
Es ist sehr einfach, einen 30-Sekunden-Clip anzuzweifeln oder ein Foto. Aber es ist sehr viel schwerer, einen 90-Minuten-Film mit sehr vielen verschiedenen Aufnahmen anzuzweifeln. Wir wollten dem Publikum genügend Kontext liefern, um die Dinge selbst zu beurteilen. Man muss vielleicht noch ergänzen, also der Film hat ja ziemlich für Furore gesorgt weltweit. Auch noch ergänzen muss man, wenig erstaunlich natürlich, dass die Russen den Film als gefälscht bezeichnet haben und die Reporter von AP diffamiert haben. Also das war ja gewissermaßen zu erwarten. Also der Film 20 Tage in Mariupol, der hat zum Beispiel den Publikumspreis beim amerikanischen Sundance Film Festival im letzten Jahr bekommen und er geht im März auch ins Rennen der Oscars für den Preis des besten Dokumentarfilms. Also insofern hat er schon eine gewisse Wirkung, aber natürlich, weil du gefragt hast, irgendwie, was er verändert. Klar, der Krieg geht weiter. Also bislang hat er jetzt noch nicht den Krieg jetzt irgendwie beenden können. Aber es ist natürlich ein wichtiges Dokument, was man sich wirklich ansehen sollte. Also ich kann es wirklich empfehlen. Und es empfiehlt Michael Mayer, die Doku 20 Tage in Mariupol zu sehen, Montagabend am 19. Februar 2024 um 22.50 Uhr in der ARD auf dem Dokuplatz. Aber vorab steht natürlich der Film bereits, wie ich sagte, in der ARD-Mediathek in zwei Fassungen. Also einmal normal und einmal mit Audiodeskription. Und noch ein Hinweis, wegen der aktuellen Ereignisse noch eine Empfehlung von mir. Becoming Nawalny, Putins Staatsfeind Nummer 1, heute am Samstag 23.50 Uhr im Ersten und auch da schon in der ARD-Mediathek. Das Erste hat sein Programm am heutigen Tag geändert, eben wie gesagt um 23.50 Uhr mit dem Dokumentarfilm Becoming Nawalny, Putins Staatsfeind Nummer 1, ein Film von Igor Sadreyev und Alexander Ujanov. Ja, und damit eine kleine Zäsur, dann geht's weiter in eigener Sache. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner. Und auch noch Philipp Nitsche im Studio, der wahrscheinlich die Meldung in dieser Woche, dass aus RBB Kultur Radio 3 wird, gar nicht so mit Erregung zur Kenntnis genommen hat, weil du kennst ja Radio 3 gar nicht, ne? Naja, ich bin ja schon so ein Radio-Nerd, muss ich leider zugeben. Ich habe mich natürlich schon durch eure Vergangenheit gehört. Also Vera Linz war ja dort, ne? Wenn ich richtig informiert bin. Und klar, mich hat's aber verwundert. Nee, also da will ich jetzt keinen Mythos aufbauen. Sie hat damals die Mediensendung bei Radio Kultur gemacht, beim SFB. Radio 3 waren eher doch so klassikorientierte Menschen, die dort eine Heimat fanden. Dazu muss man jetzt vielleicht mal alle Hörer mitnehmen. Du warst damals 8 Jahre alt. Es gab eine Vorgeschichte. Hören wir doch mal einfach so eine kleine Collage. Damals stellte man bei Radio Brandenburg, das war das Kulturprogramm vom ORB, vom Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg, 1992 ans Netz gegangen, die Frage, was ist denn für Sie Kultur? Also das war das Radio mit dem weiteren Kulturbegriff und auf der anderen Seite beim SFB gab es dann SFB 3 mit dem etwas engeren Kulturbegriff. Aber hören wir mal diese kleine, ich will nicht sagen Odyssee der Kulturprogramme. Jetzt bin ich aber gespannt. Und was glauben jetzt Sie, was Kultur ist? Was? Radio Brandenburg. Hat sich klar, es liebt. Was glauben Sie denn ist Kultur? Radio Brandenburg. Radio Brandenburg. Und damit ist das Programm SFB 3 zu Ende und zwar für immer. SFB 3 NDR, SFB, ORB. Radio 3 mit Nachrichten. Radio Kultur. Nachrichten. Berlin. Mit Radio 3 und Radio Kultur gehen heute zwei neue Gemeinschaftsprogramme von SFB und ORB auf Sendung.
Radiokultur ist ein wortorientiertes Kulturprogramm, das im Wesentlichen die bisherige Arbeit von SFB 3 und Radio Brandenburg vereint. Hier ist Radio Kultur, das Kulturradio von SFB und ORB. Das werbefreie Programm wird auf der Frequenz 92,4 MHz ausgestrahlt. Auf der Frequenz 96,3 ist künftig die Klassikwelle Radio 3 zu hören. Und Radio 3 verspricht, was auch am Ende von Mozarts Figaro versprochen wird: Uns allen blüht das herrlichste Glück. Radio 3 von NDR und ORB. ORB Radio 3. Kulturradio gehört zum Leben. RBB Kultur. Also das war selbst für Leute, die schon in dieser Zeit Radio gehört haben, Philipp, sehr verwirrend. Also ich sag nochmal, Radio Brandenburg, SFB 3, daraus wurde Radio Kultur und Radio 3 mit NDR, ORB, SFB. Dann stieg der SFB wieder aus, dann war es nur noch Radio 3 mit NDR und ORB. Dann stieg der NDR aus und gründete sein NDR Kultur. Und dann war nur noch der ORB mit Radio 3 allein. Dann gab es die Fusion von ORB und SFB. Und dann wurde aus diesem Radio 3 und SFB 3, beziehungsweise Radio Kultur, dann das Kulturradio. Und dann 2019 RBB Kultur ohne Radio, aber trotzdem im Radio. Und mit dieser Geschichte, mit dieser Sendergeschichte, Radio 3 nun nach 27 Jahren wieder zu beleben, bin ich in ein Schaltgespräch gegangen mit unserer RBB-Programmdirektorin Martina Zöllner und fragte sie, was denn überhaupt der Grund für die Programmreform war und die Änderung in den Namen Radio 3. Ja, da hat Verschiedenes eine Rolle gespielt. Also zunächst, wenn man mit dem journalistischen oder auch publizistischen Blick auf das Angebot von RBB Kultur schaut, wir haben einerseits, ich vermute jetzt einfach mal, die spannendste und reichste Kulturregion in ganz Deutschland mit Berlin, als der Kulturmetropole mit Konzerthäusern und Opern von internationalem Rang. Und für die Museen gilt dasselbe. Die Filmszene ist vor allem hier und viele Intellektuelle und Künstler, Künstlerinnen von Rang leben hier und so weiter. Und Brandenburg, durchaus große Kulturgeschichte und Gegenwart, auch reiches, lebendiges Kulturgeschehen. Wissenschaft und Forschung spielen eine Rolle in Berlin und Brandenburg. Ich könnte weitermachen, die Musikszene ist vielfältig. Und das alles, deswegen zähle ich es auf, sollte und soll ein Kulturradio ja abbilden und begleiten. Ne? Im Sinne eines Feuilletons, das berichtet, rezensiert, kritisiert, Debatten weitertreibt. Und das hat RBB Kultur gemacht und macht es, aber unserer Ansicht nach noch nicht so umfassend, wie es eben dieser Kulturlandschaft, die ich jetzt mal so versucht habe, ein bisschen anzudeuten, angemessen wäre. Es ist ein journalistisches Gebot, dass wir in diesem Sinne erweitern, dieses Programm verändern und erweitern, fanden wir. Das war der eine Punkt. Und der andere Punkt, wir sehen, wir haben ja eine Medienforschung, die das auch ständig beobachtet, dass die Hörer und Hörerinnen von RBB Kultur immer älter werden. Die sind im Schnitt inzwischen weit über 60. Eigentlich schon fast 70 und dass letztlich immer weniger Menschen RBB Kultur hören. Und das muss uns Sorgen machen. Wir wollen ja auch mit unseren Kultur- und Bildungsangeboten möglichst viele Menschen erreichen. Das ist unser klassischer öffentlich-rechtlicher Auftrag. Das waren die zwei Impulse. Ich möchte hier eine Frage zitieren, die mich über X erreichte, was wohl ausgerechnet zur Entscheidung einer Namensänderung geführt hat, obwohl doch jeder Fachmann weiß, wie viel Werbedruck für solch ein Vorhaben aufgewendet werden muss. Ich hoffe, dass mit RBB Kultur nicht der letzte Ruhepol in der Radiolandschaft verschwindet. @Radio Edelmann hat diese Frage gestellt. Was können wir dem Hörer antworten? Ja, Ruhepol, also ich ahne, was der Hörer wohl meint, aber Kultur und Kunst ist ja nicht immer ruhig und beständig, sondern wandelt sich ständig und reagiert nervös auf die Gegenwart, um es mal so auszudrücken. Ich würde also sagen, nein, Ruhepol ist das nicht, aber vielleicht ein zuverlässiger Ort, der jeden Tag aufs Neue ein Bild zeichnet von der kulturellen Vielfalt und Lebendigkeit hier. Also wir müssen schon aufmerksam machen auf das Neue im Programm,
müssen werben. Aber nach meiner Überzeugung ist der neue Name selbst Radio 3, also einfach die Tatsache, dass wir jetzt Radio 3 heißen, an sich die größte Werbung. Das ist als Signal gemeint. Wir erhoffen uns davon, dass unser Publikum und vielleicht eben auch die Menschen, die bisher RBB Kultur nicht gehört haben, neugierig werden. Das ist die Absicht. Ein Signal, dass wir unser kulturelles Angebot erweitern. Aber warum eine Namensänderung weg vom selbsterklärenden Namensbestandteil Kultur? Es gab Radiokultur in der Geschichte von ORB und SFB. Es gab dann die Fusion zu Kulturradio. Und jetzt dann der Schritt zu RBB Kultur und wieder zurück zu Radio 3. Der Namenszusatz Kultur wird in der ARD auch oft verwendet. Und es ist doch dann eigentlich selbsterklärend. Bei Radio 3 muss man doch immer wieder erklären, das ist das Kulturprogramm des RBB, oder? Naja, wir haben immer wieder auch erfahren, dass der Begriff Kultur durchaus auch abschreckend wirkt. Also, oh je, Kultur, das ist schwierig, das ist hermetisch, das ist elitär, das trauen wir uns gar nicht zu. Und wir wollen nicht seicht werden, ausdrücklich genau nicht. Wir wollen vertiefend sein, ausführlich eingehen auf die Themen aus Kultur und Wissenschaft. Radio 3 soll ein Ort sein für Komplexität und Anspruch, aber eben trotzdem, und das ist die journalistische Aufgabe, verständlich. Also die Komplexität der Welt, auch der Kultur, aber auch der Welt insgesamt, in der wir leben, die verständlich zu machen, ist die Absicht. Und eine wichtige Rolle darüber hinaus bei der Namensentscheidung hat auch gespielt, dass wir mit Radio 1 ja in gewisser Weise im RBB auch einen Kultursender haben. Der ist ganz anders als Radio 3 sein wird. Er ist schnell, urban, eher popkulturell ausgerichtet, nicht Mainstream, eigensinnig und trotzdem glücklicherweise sehr erfolgreich. Und wir fanden, es ist ein schönes Zeichen, dass wir mit Radio 3 eine zweite Säule daneben stellen. Zwei sehr verschiedene, voneinander unterschiedene Kulturangebote wollen wir machen. Das fanden wir in der Aussage überzeugend. Nun ist die Assoziation bei mir natürlich zweite Säule. Warum dann nicht Radio 2? Ja, Radio 2. 2 wird schon, denke ich, eher mit dem ZDF assoziiert. Ne? Also die 2, das ist einfach mit dem zweiten, sieht man besser und so weiter. Die 3 dagegen, also Radio 3, Sie haben es angedeutet, gab es ja auch schon mal als eine Kulturwelle des ORB, zeitweise mit dem NDR und dem SFB. Und da kann auch eine gewisse Reminiszenz an die große kulturelle Tradition von ORB und SFB durchaus mitschwingen. SFB 3 gab es ja auch als Kulturwelle. Also die 3 steht auch in der Fernsehwelt übrigens durchaus für Hintergrund und Regionalität. Also wir fanden, dass die 3 richtiger ist, stimmiger ist als die 2, wenn sie auch vordergründig nahe liegt. Im Rundfunkrat am 15. Februar gab es Kritik über diesen Namenswechsel vor allen Dingen, aber auch, dass man nicht einbezogen wurde vom Rundfunkrat. Hören wir mal Dr. Christine Rabe von den Frauenverbänden. Ich bin sehr interessiert am Kulturradio, also als Person. Ich persönlich höre das sehr oft und ich habe mich gewundert, dass sozusagen diese Umbenennung erfolgt ist. Erstens sind wir daran nicht beteiligt worden als Rundfunkrat und auch im Programmausschuss gab es keine Debatte, soweit ich mich erinnere. Und ich finde es einfach schade. Der Begriff RBB Kultur ist für mich eine ganz wichtige Marke und ich wertschätze sehr auch die klassische Musik. Die soll ja bei Radio 3 dann auch vorkommen. Aber mir fehlt dann der Blick sozusagen bei der Auswahl des Senders. Und ich weiß nicht, wie es anderen geht, die sehr viel Kultur hören, sehr viel Klassik hören. Ja. Und mit dem Begriff Radio 3 verbinden Sie nicht eine gewisse Tradition, weil das ja tatsächlich mal mit SFB, ORB und NDR eine gemeinsame Kulturwelle war? Ja, verbinde ich nicht, tatsächlich. Und Harald Geiwitz, entsandt von der Evangelischen Landeskirche, sagte: Mir geht es nicht nur um den Namen, sondern einmal um die bisherigen Reformen, die es gab und die ja durchaus, ich sage mal, für größeren Unmut und auch nicht unbedingt für Popularität gesorgt haben bei RBB Kultur. Und zum anderen natürlich auch die Frage, wie positioniert man sich in einer Konkurrenzsituation, wo es ja schon ein anderes Feuilleton aus der Hauptstadt gibt mit Deutschlandradio, die ja auch ganz gut ausgestattet sind. Da bin ich gespannt darauf, was auch im Programmausschuss dann nochmal eingebracht wird und diskutiert wird. Ich glaube schon, es ist wichtig, dass man das intensiv begleitet. Wo sehen Sie Bedenken? Also das eine ist ja schon klar, das ist eine Marke, Deutschlandradio.
mit DLF Kultur, wie es inzwischen heißt, mit bundesweiter Ausstrahlung. Aber hier könnte doch der RBB sicherlich mit regionalem Bezug viel stärkere Akzente setzen. Das finde ich auch tatsächlich das Wichtige dabei, dass man die Regionalität, die möglich ist, da genau im Blick behält. Weil das ist wirklich eine Stärke, die man bringen kann, die auch für uns als evangelische Kirche, die ja ganz viel im kulturellen Bereich macht, aber eher regional, dezentral auch wichtig ist und wo wir glauben, dass wir auch was einbringen können und viele andere auch noch, die das tun und wo auch trotzdem auf sehr hohem Niveau Kultur aus allen Bereichen, das trifft dann schon auf Feuilleton, da geht es nicht nur um klassische Musik, tatsächlich da ist und auch Widerhall finden kann in einem neuen Radio 3. Mit dem Namen können Sie aber leben, oder? Mit dem Namen kann ich leben. Ich denke, da haben auch viele lange drüber nachgedacht. Es gibt einen historischen Anknüpfungspunkt und Radio 3 oder Radio 1, Reider heißt jetzt Twix. Ich glaube, am Ende kommt es darauf an, was drin ist. Ja, warum wurde der Rundfunkrat nicht einbezogen, also beim Namenswechsel und auch bei der inhaltlichen Ausrichtung, ja, Martina Zöllner? Würde ich widersprechen. Also wir haben ja schon mehrfach gesagt, dass wir RBB Kultur verändern wollen. Das habe ich auch im Rundfunkrat schon annonciert. Insofern ist das bekannt, dass wir daran arbeiten. Das ist auch Teil der Zielvorgaben des Rundfunkrates. Also das ist sozusagen klar zum Namen. Das haben wir tatsächlich nicht annonciert. Es ist allerdings auch nicht die Aufgabe eines Rundfunkrates, Programm zu gestalten. Und so eine Namenswahl ist schon ein Teil programmlicher Gestaltung, sondern der Rundfunkrat ist ja ein Aufsichtsgremium, das uns überwacht und berät, Richtlinien erstellt und schaut, dass wir die einhalten im Sinne unseres öffentlich-rechtlichen Auftrages. Wir haben ja den Programmausschuss. Frau Dr. Rabe, die ich sehr schätze, ist auch Mitglied. Das ist ein Unterausschuss des Rundfunkrates. Da werden wir, das ist schon verabredet, auch schon verabredet gewesen vor der letzten Rundfunkratssitzung, da werden wir jetzt ausgiebig über Radio 3 und die Reform sprechen und dann sicher auch wieder im Rundfunkrat. Also insofern ist das Thema nicht neu. Der Name ist neu. Ist damit nun die Dachmarkenstrategie RBB Kultur für Online, Radio, TV des Programmdirektor-Vorgängers gescheitert? Naja, dass wir den Namen ändern, heißt ja nicht, dass wir abrücken davon, dass es um die Radiowelle, also um die neue Marke Radio 3 herum auch digitale Angebote gibt, die den Geist der Marke dann in sich tragen. Podcasts, Social-Media-Angebote, auch Video-Angebote, Konzertmitschnitte und anderes, die wir Audio und Video aufzeichnen. Das wird weitergehen. Und die Netzangebote werden sicher mehr und nicht weniger, weil die Menschen ja mehr und mehr Zeit versetzt sehen oder hören. Also diese Logik oder diese Erweiterung um die Welle herum, die wird weiter bestehen, ganz klar. Ist die Programmreform jetzt für das Kulturangebot im RBB eine Entscheidung, die sich einfügt in die ARD-Reform mit mehr Kooperationen und Übernahmen, gerade auch bei den Kulturwellen? Wir denken das mit, logisch. Also wenn es sinnvoll ist, zusammenzuarbeiten, also ein Konzert einer anderen Welle der ARD zu übernehmen und umgekehrt etwas zu geben, und da haben wir ja viel zu geben, bei dem, was kulturell hier geboten ist und was wir auch abdecken wollen, dann machen wir das. Also wir sind angegliedert und in Arbeitsgruppen unterwegs mit den Kolleginnen und Kollegen der ARD, der anderen Kulturwellen und Kulturbereiche, um einen sinnvollen Austausch zu organisieren. Das ist mitgedacht. Letzten Endes bleibt noch die Frage, Radio 1 plus Radio 3, irgendwann mal Radio 4, also werden beide Wellen aus zum Beispiel Spargründen fusionieren? Nee, das glaube ich nun wirklich nicht. Im Gegenteil, was wir jetzt machen, zeigt selbstbewusst, vielleicht ein bisschen frech, dass wir jetzt zwei Kulturwellen haben, die wir nebeneinander und in Abgrenzung zueinander, aber vielleicht auch geschwisterlich sehen. Meint Martina Zöllner, Programmdirektorin des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Dankeschön. Dieses Rezept für Musik ist ein echter Killer. Rhythmus, Gitarre, Gesang. The Kills am 7. Mai auf God Games Tour 2024 live in der Columbia-Halle. Alle Infos auf radio1.de. The Kills. You want what that is, how it seems to make you so down slow.
Alison Mosshards Stimme und das Gitarrenspiel von Jamie Hintz. Unverwechselbar. The Kills. Für alle, die schon ungeduldig 7 Jahre lang auf neue Musik von ihnen gewartet haben. Und natürlich nur für Erwachsene. Medienmagazin Podcast.